Guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Ich habe euch einfach mal den Weg zum Blitzmoblin, meine Fresse, ey. Direkt zu Anfang des Parts, so ein Quatsch hier. Ach komm, halt's Maul. Einfach reinkloppen, fertig. Ich habe euch einfach mal den Weg zum Blitzmoblin erspart. Und den machen wir jetzt einfach in ein paar Schlägen fertig. So. Dann haben wir es nämlich schon mal direkt vom Tisch. Danke euch. Lasst uns zu Schloss Hyrule zurückkehren, solange wir noch können. Alles klar, Zelda? Alles gut? Am Ende habe ich nichts erreicht, aber es können jederzeit wieder Monster auftauchen. Ja, in der Tat. Gibt's hier irgendwas? Gibt's hier einen Krog oder so? Stimmt, gibt's hier einen Krog? Das wäre sowas von denkbar, dass es hier einen Krog gibt. Aber nee. Nee, den gibt's nicht. Schade. Mann, da denkt man einmal mit, ne? Und dann ist hier nichts. Ja gut. Hilf Zelda zu fliehen. Oh, da bin ich jetzt aber schon ein bisschen hinterher. Da sollte ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Hier oben nochmal. Hm, ja. Ach Mann, ich hätte hier halt so gerne einen Krog gefunden. Also mit Ansage hätte ich gerne einen Krog gefunden. Echt schade. So, Zelda ist hier. Wir sollen nach da unten. Ja, dann lass uns halt los, anstatt hier uns mit diesem Kleingeviech aufzuhalten. Müssen wir hier hoch? Nein. Müssen nicht hier hoch. Was ist denn hier? Hier ist nichts. Warum ist da noch so ein Bereich? Ich meine, auf der Karte sieht man eindeutig, da geht's nicht hin. Warum ist der Bereich dann da? Also sieht zu sonderbar aus, als dass man einfach sagen könnte, ja, ist Deko. Weißt du? Hm, naja. Ja, komm, Zelda. Lass uns los. Hallo. Oh, ey. Das ist so nervig. Bei dieser Escort-Mission da. Wo dann immer noch so ein Kleinvieh rumstand, weswegen der nicht weitergegangen ist. So ein Scheißdreck. Was war das denn jetzt, ey? Oh Mann. Monster im Norden und im Süden. Wenn wir nichts tun, nehmen sie uns in die Zange, ja. Deswegen habe ich hier jetzt erstmal. Wir können den Wald für uns nutzen. Wir fällen Bäume und blockieren damit ihren Weg. Ja, das ist eine gute Idee. Deswegen habe ich hier jetzt direkt die Spezialattacke rausgehauen. Weil die einfach so viele waren. Deswegen. Ja. Der war hier, oder nicht? Ja. Alles klar. Ach so. Bombe. Wahrscheinlich. Bombenmodul. Alles klar. Das hat gut funktioniert. Wir sollten den Weg weiter auf diese Art blockieren. Fälle Bäume mit Bomben. Einfach hier normale Bäume oder sind spezielle Bäume gemeint? Nein. Okay. Oder vielleicht können wir den auch gleich erst fällen. Ich weiß es nicht. Jetzt geht's auf jeden Fall noch nicht. Ach, komm schon, ey. Oh! Das war jetzt Luck. Das war jetzt richtig Luck. Dass der jetzt Stasis reingedrückt bekommen musste. Nice. Fälle Bäume. Ah, da hinten wird einer markiert. Oder? Oder? Ach, hinter mir. Okay, warte, ich schau gleich.
Ja. Ja, okay. Das sollte ihr Monster etwas bremsen. Lass uns den Wald verlassen. Ja, der Meinung bin ich auch. Dann lass halt jetzt los. Müsste ich den noch kloppen? Nein. Ich glaube nicht. Nice. Gut, dass sie einfach dran vorbeigegangen ist. Ich hätte keinen Bock drauf. Wir könnten diesen Baum hier fällen, so schneiden wir den Monstern im Westen den Weg ab. Mhm. Ja, dann erstmal dran vorbei, ne? Oder geht das, wenn ich hier stehe? Ah, okay. Ich werde an jeden geportet. Alles klar. Ja, aber den kann man nicht übersehen. Also, der war geschenkt. Oh, und sogar ein Apfel. Ich glaube, wir haben schon einen, richtig? Bisschen was müssten wir haben. Ja, und wir können uns sogar fast voll heilen. Was, was, was? Aber Impa, nein, das stimmt. Es tut mir leid, ich habe euch alle im Stich gelassen, oder was? Du kannst erst vorrücken, wenn Zelda sich erholt hat. Ja. Ich kann im Moment keine Monster wahrnehmen. Monsterhorden wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Dann würde ich sagen, ich ziehe schon mal vor. Ja. Ich nehme die vor. Und im... Ja, okay. Wir sind nicht weit entfernt. Ich glaube, dann können wir sogar gegen beide gemeinsam kämpfen. Und Stasis. Schmetterangriff hinterher. Und zum nächsten. Wo ist er? Ah, Eis, Eis, Eiskur-Modul. Nice, sehr gut, schön. Ah, Moment. 2, 3, 4. Und sehr schön. Dachte zwar, ich werde jetzt durch diesen beschissenen Angriff da getroffen und dann wird das abgebrochen, aber nö. Ging sehr gut. Hat mich nicht getroffen. Oh, was? Ah ja, okay. Nur so ein Pyromagus. Ah, ja. Dich können wir erstmal ein bisschen in der Zeit einfrieren und dann easy weglöten hier. Zack. Geil. Schon wieder so ein Blitzarschloch. So, ich habe keinen Bock auf dich. Du frisst jetzt erstmal ein bisschen Feuer. Und Eis. Aber ein Eis, da hätte ich jetzt eigentlich auch schon Bock drauf, ne? Hatte zwar eben erst eins. Da ist der... Da ist so ein Eiswagen hier vorbeigefahren. Hat mich sehr überrascht. Das war das erste Mal nach vielen, vielen Jahren, dass ich einen Eiswagen irgendwo vorbeifahren gesehen habe. Aber der meinte, der fährt hier öfters her. Und da habe ich nichts gegen. Also ich bin generell so ein Mensch, ich könnte gerne jeden Tag ein Eis essen. Hier liegen überall ähnlich aussehende Relikte herum, aber sie sind alle zerstört. Wo ihr es erwähnt, ich frage mich, ob sie in der Vergangenheit häufig verwendet wurden. Ja, bestimmt, ne? Sie sind faszinierend, nicht wahr? Sie erinnern mich zudem an etwas... Ach so. Ah, an etwas. Okay. Sie erinnern mich zudem an etwas. Ja. Na gut. Ja, der meinte auf jeden Fall, der fährt hier jetzt öfters hierher. Vor allem, weil ich ihn auch danach gefragt habe, ob er mal hier dann öfters herfahren könnte. Kann er gerne machen. Wenn er sowieso hier in der Gegend unterwegs ist, dann
kann auch ruhig hierher fahren. Habe ich ihm gesagt, wenn sie hier langfahren, nehme ich gerne jedes Mal ein Eis. Habe ich einfach Bock drauf. Gerade im Sommer einfach jeden Tag schön Eis. Und wenn es nur eine wenn es so eine Kugel Eis ist. Der hat mir auch ein echt nices Eis vorhin gemacht. War ein Bananasplit. Ein Bananensplit. Zu Deutsch. Sollte, denke ich, jeder wissen, was es ist. Halt. Eis mit Banane. Aber er hat das Ding zugeklatscht wie sonst was. Also drei Kugeln Eis. Ich habe zweimal Schoko, einmal Vanille genommen. Schön mit Sahne, Schokostreuseln, Schokosirup, Banane logischerweise, auch frisch, frische Banane. Was machen die denn hier? Frische Banane, nicht irgendwie eingetaut, aufgetaut meine ich, nicht irgendwie eingefroren und aufgetaut oder irgendwie so, sondern er hatte es schön frisch da und auch kein Bananeneis, wie das manche machen, was ich echt scheiße finde. Da ist so eine frische Banane zu dem Eis schon viel geiler. Wie bitte? Endlich, wir sind fast draußen. Oh, was ist das denn? Der Weg ist unpassierbar. Jetzt bräuchten wir Daruk, ne? Das ist ein Problem. Was? Die Relikte von eben bewegen sich? Okay. Das sieht aus wie Ruthers Mechanismus zum Wasserausstoß. Damit lässt sich arbeiten. Ja, alles klar. Ja, nicht einfach Bananeneis, wie das manche machen, was ich echt müllig finde, weil da muss echt schon eine Banane dabei. Schön frisch Obst. Und wie gesagt, er hat das zugeklatscht. Drei Kugeln Eis, Banane, Sirup, Sahne, also Schokosirup und dann nochmal Bananensirup. War so, hat so nach Honig geschmeckt. So eine leichte, so ein leichter Bananengeschmack. War ganz geil. Und das alles nur für, was war's? 5,50 Euro, glaube ich. Also echt nice. Oh, einen Croc. Cool. Also bei dem nehme ich gerne nochmal was. Achso, Schokostreusel habe ich vergessen. Die hat er auch noch drauf gemacht. Also richtig krank. Ich habe es mir auch richtig gut schmecken lassen. Das war nicht so, das waren auch keine kleinen Kugeln oder so, sondern schon vernünftige, vernünftig große. Und sonst so die einzelne Kugel, wenn man die nehmen würde, 1 Euro. Echt nice. Also manche nehmen ja mittlerweile für die Kugel 1,20 oder viele nehmen für die Kugel 1,20. Und manche sogar 1,50. Und in den Hotspots, so gerade in Großstädten, habe ich auch schon öfters gesehen, dass für eine Kugel Eis 2 Euro verlangt wird. Also, das ist geistesgestört. Das können sie gerne in der Schweiz nehmen, aber nicht hier. Nicht hier in Deutschland. Seid ihr alle unverletzt? Hier kann sich das nämlich niemand leisten. Das haben wir euch zu verdanken. Ohne eure Erkenntnisse. Aber nein. Unser aller Zusammenarbeit war der Schlüssel. Hört mal her, Euer Hoheit. Ja? Prinzessin Zelda, ihr sagt, dass ihr die Einzige wärt, die nicht ihren Beitrag leistet. Doch das ist einfach nicht wahr. Gerade eben habt ihr uns alle gerettet, zum Beispiel. Das stimmt nicht. Eure werden mit absoluter Sicherheit nicht vergebens sein. Meinst du? Naja, da sind wir ein bisschen schlauer. Link hält sein Maul.
dennoch. Ich werde bis zum Letzten kämpfen, um meine Bestimmung zu erfüllen. Mhm. Es gibt keinen anderen Weg. Was ich jetzt hier auch gerade, was mir jetzt gerade einfällt, diese Zelda hier sieht echt sehr aus wie die Zelda aus Skyward Sword. Ich könnte mich auch gerade extrem vertun. Aber zumindest die Ähnlichkeit ist da. Na, wenn ich so zurückdenke. Nee, also sehr ähnlich sehen sie sich nicht. Aber zumindest die blonden Haare stimmen. Nee, also es gibt eine gewisse Ähnlichkeit. Sie ist auf jeden Fall viel näher an der Zelda aus Skyward Sword dran, als an der Zelda aus, wie heißt es nochmal, Twilight Princess. Was ich übrigens auch noch let's playen will. Ich weiß zwar nicht, ob da irgendwer Bock drauf hat, ob sich das reingezogen wird. Es scheint funktioniert zu haben. Aber ich hätte da echt Bock. Also es ist auch eins meiner Lieblingsspiele, genauso wie Skyward Sword. Da muss ich auch nochmal nachschauen, ob ich das für die Switch ranhole oder einfach die Wii-Fassung spiele. Da weiß ich noch nicht ganz. Aber ich denke, ich werde mir an die Switch-Version auch kaufen. Warner Boris wird stärker, was? Die Spannungsleiste lädt sich schneller automatisch auf. Das ist geil. Das hätten wir mal ein bisschen eher gebraucht. Aber naja, was soll's. Was ist hier? Was ist hier? Was soll das? Ja. Ich brauche Kürbisse. Rüstungskürbis. Ja, komm, gib mir alle. Hörst du falsch oder was? Oh, wirklich alle? Ja, wirklich alle. Eine großartige Sache. Ach komm, ey. Müsst ihr mich jetzt... Leute, ne? Ja. Bessere Standfestigkeit. Was? Was ist das für eine komische... Was sind das für komische Buffs? So, Hinox-Urkunde. Brauchen wir eine? Okay. Neue Kraft. Längerer Kombo-Angriff. Alles klar. Und hier... Du hast es geschafft. Hm? Bei allen? Die Spezialangriffsleiste füllt sich schneller. Mega geil. Feier ich. Und wir brauchen jetzt hier diese Rüben. Macht nicht so komische Geräusche. Große Maxi-Rübe. Okay. Alles klar. Haben wir schon genug? Nö, ne? Ja, eine fehlt uns noch. Alles klar. Ja, klar. Natürlich. Nee. Wir waren da doch eben gerade. Warum willst du andauernd, dass wir da das... Dingen machen. Aber Impa können wir mal ein bisschen verstärken. Die nimmt echt viel zu viel Damage. Ach komm. Wenn wir schon einmal dabei sind, dann ziehen wir einfach alle auf Level 42 hoch. Und dann sollte das, denke ich mal, wieder passen. Ich habe eben gedacht, als wir in dieser Sequenz waren, dass wir schon fast am Ende des Parts sind, aber da waren wir gerade erst 15 Minuten im Part drin, ne? Da dachte ich eigentlich, wir wären schon fett über das Zeitlimit raus. Über die 30 Minuten, die ich eigentlich immer plane. Aber nein, das stimmt nicht. Zitterforelle.
Warum kriegen wir die jetzt nirgendwo? Naja. Ach, Moment, hier, Tabanta-Weizen. Können wir gerne übergeben. Wunderbar! Fischpastete. Erlittener Schaden um 5% reduziert. Nice. Ja, alles klar. Dann. Moment mal, was? Ah, nee, okay. Dachte, das wäre so eine Sternenaufgabe gewesen. Aber die ist ja hier. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch die Mission. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ich denke, wieder hier. Ah nee, das sind Missionen. Ah, okay. Ja gut, dann werde ich für diese Mission hier bisschen was zusammensammeln. Hier für die drei, für dieses, für Naboris und für Ruta werde ich dann ein bisschen was zusammensammeln für die Mission. Und dann, denke ich, können wir auch direkt wieder mit der Story weiterlegen. Weitermachen. Loslegen. Es gibt Gegner, die über Eis, Feuer und Elektrokräfte verfügen. Gegen sie kannst du dich behaupten, indem du auf ihre Schwachpunkte zielst. Mhm. Bei der Einnahme von gegnerischen Vorposten kannst du Ressourcen erhalten. Hä? Können wir? Von großen Viechern oder wie? Ja gut, die lassen immer was fallen, aber... So wirklich mitbekommen habe ich das noch nicht, dass man da irgendwie noch zusätzlich was bekommt. Aua. Muss ich vielleicht mal drauf achten. Oh. Und hier sind... Wie heißen die Viecher? Wie heißen die normalen? Sind das Exalfos? Doch, das sind Exalfos. Skelexalfos werden das dann wahrscheinlich sein, richtig? Oder Stahlexalfos. Irgendwie sowas. Ich krieg's jetzt noch nicht mal angezeigt. Als ob. Naja. Erobere die Vorposten. Haben wir jetzt was bekommen? Ein blauer Leune. Okay. Wer ist eigentlich mit mir hier? Impa. Okay. Nee, aber ich bleib bei Link. Oh, was zum Teufel. Was zum Teufel. Ah, du Drecksau. Ah, du hast eine Scheiße geschickt, du Drecksau. Oh, Mann, ey. Wer es nicht kennt, das ist von so einem... Von so einem Streamer. Knossi heißt der. ach, fuck, du Drecksau. Du Drecksack. Ich weich ihm doch die ganze Zeit aus, Mensch. Es will dann nicht angenommen werden. So. Aufs Maul. Und... Zack. Und aufs Maul. Ah! Ja, du kannst das auch. Das war mir klar. Zack. Ja, jetzt kriegst du noch einen Schmetterangriff rein. Schmeckt dir das, hä? Schmeckt dir das? Oh mein Gott. Das war aber ganz knapp. Das war aber ganz knapp. Holy shit. Oh, ey, diese... Nein. Diese schmalen Gänge hier gehen gar nicht. Oh, da fehlt noch ein bisschen. Jetzt aber. Und down. Stufe hat sich erhöht. Nice. Hätte ich mich gar nicht healen brauchen. Aber naja. Kann man nicht wissen vorher.
Oben, was ist das? Nichts Besonderes? Oder muss man da mit den Pfeilen gegenschießen? Ne, ich glaube, es ist nichts Besonderes. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Krüge zerstören. Muss sein, Leute. Muss sein. Ist einfach das klassische Zelda-Feeling. Und ich wusste es. Ich wusste es, dass es hier diese hässlichen Fallen schon wieder gibt. Das war mir so klar. Ja, nee, ihr könnt mich aber mal... Das ist hier schon wieder eine Falle. So, haut ab. Okay. Ich dachte schon, die löst sich gar nicht mehr aus. Ach, nee, nervt mich nicht hier. Nein, ach du Drecksack. Drecksfalle, ey. Wo muss man hier her? Wo muss man hier her, verdammt nochmal? Ich glaube, ich wechsle gleich mal zu Imper. Ja, ich wechsle mal zu Imper. Ach, scheiße. So. Komm, jetzt mach deine hässlichen Folgeangriffe, damit du die ganzen Dinger bekommst. Imper, mach bitte. Dankeschön. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen hier. Ich habe keinen Bock, die Mission nochmal machen zu müssen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit hier am Ende des Parts. Oh, nice. Oh, nice. Das ist gerade passend. Oh, nein. Nein, 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 nein. Komm, Stasis. Jawohl. Und Schmetterangriff. Reicht das für den? Ja. Wäre auch ein bisschen lächerlich. Ich meine, das ist nur ein... einen Stahlbocklin. Und als ob die jetzt hier zu zweit sind, diese Drecksäcke. Komm, Stasis. Und down. Ey, ich hab doch den nächsten Vorposten. Hallo? Ich hab doch jetzt 3 Stück eingenommen. Was zum Teufel? Dann hau ich halt hier die Spezialattacken raus. Das ist mir so egal. Dann kriegst du halt richtig fett aufs Maul jetzt. So, angreifen. Let's go, Impa. Du kannst das. Gib ihm! Komm schon, es fehlt nicht mehr viel. Nice, good job. Die Vorposten wurden erobert. Ist noch nicht vorbei. Halt's Maul. Wir haben deinen Clan schon gefühlte 1000 Mal ausgelöscht. Warum seid ihr noch da? Link, das ist ein Job für dich. What the fuck? Ah, okay. Das ist ein Job für dich, mein Freund. Wie kann ich nochmal die Karte? Ja, so. Alles klar. Besiege die Jägeroffiziere. Ja, nichts leichter als das. Nichts leichter als das. Ach, scheiße. Was zum Teufel? Er hat sich einfach hier hintippet, oder was? Unfair. Zack. Der erste down. Was wollt ihr? Komm. Gib dein Bestes.
und scheiter im Anschluss, weil dein Bestes nicht gut genug ist. Nix da. Ich hätte sogar noch zwei Spezialangriffe. Also was willst du tun? Bam. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Ich trete selbst gegen euch an. Ja, mach das mal. Bam, Alter. Was? Ich wollte jetzt eigentlich noch Stasis einsetzen, aber es hat sich irgendwie nicht aktiviert. Geht wohl nicht in der Luft. Ne, geht nicht in der Luft. Alles klar. Aber wieso konnte ich das dann eben einsetzen? Da war ich doch auch noch so halb in der Luft, oder nicht? Komm, Stasis. Ich glaube, das war echt knapp mit Stasis. Das wäre fast nicht mehr gegangen. Ne, nix da. Nee, das lassen wir sein. Und stattdessen kriegst du einen Schmetterangriff ins Maul. Bitte sehr. Dann kriegst du noch Eis ins Maul. Und dann kriegst du Elektro ins Maul. Und dann kriegst du Feuer ins Maul. Und einen Schmetterangriff. Und ein Spezialangriff. Und Elektro. Eis. Und da bist du down. Holy shit, ey. Dem haben wir auch alles reingeböllert. ...710 Rubine. Ich hätte so langsam gerne mal die... ...diese Spezialwaffen da, womit man... ...womit man da mehr Teile bekommt, die man sich markiert hat. Komm, den machen wir weg. Ja, Angriffsreichweite brauche ich nicht. Schaden in der Luft auch nicht. Das nicht. Ja, plus 9% ist schon geil. Das behalten wir auch erstmal. Das ist unnötig. Hat nämlich keinen Buff. Schaden in Luft. Effekt von Heil-Items. Und das auch weg. Alles klar. Schaden durch Gegner um 4% reduziert. Für Darok. Sick. Ja, alles klar, Leute. Das war ein echt nicer Part. Wir haben einiges geschafft und können jetzt oder halt im nächsten Part dann auch wieder direkt mit der Story weitermachen. Das freut mich, weil sonst mussten wir immer ein paar Parts damit verbringen, erstmal die ganzen Missionen fertig zu machen, die noch aufgeploppt sind. Aber jetzt ist es anders. Ich denke, ich kaufe hier noch die Dinger. Und das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.